Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant. Immer noch im Rätsellösen sind wir mittlerweile von Snilberg nach Loch Greymoor gekommen und suchen da mithilfe der Artikel ebenfalls, ein paar Rätsel zu finden. So, Gwent hat mich schon angesprochen im letzten Part. Vielleicht sind hier noch irgendwelche Rätsel versteckt, man weiß es nicht. Deswegen gucke ich mir das Ganze jetzt nochmal genauer an, sieht aber nicht danach aus. Ich finde die Stimmung hier ein bisschen, ja, trüb, vor allem auch wegen der Musik. Sieht doch nicht gerade so einladend aus, naja. Gehen wir mal weiter. Ich bin gespannt. So, hat hier irgendwas für mich ein Rätsel? Ja, tatsächlich. Sehr schön. So. Kennen wir die? Gelatina kennen wir, glaube ich, nicht, ne? Finde ich mich da amüsante Kicherlaute? Oh, entschuldigt, das bin wohl ich. Kicher, kicher. Sagt euch die Wunder weltweit etwas? Oh, in der Tat. Spielen Sie etwa auf den Leitartikel über den Stromausfall an? Ganz genau. Ich wurde dafür befragt und hatte auch ganz viel zu sagen. Sie haben aber den Text total umgestellt. Das ist leider bei der Presse eine durchaus gängige Vorgehensweise. Dem Artikel nach ist unsere Landung die Ursache gewesen. Ach, tatsächlich. Reporter glauben also, dass Luftschifflandungen Stromausfälle verursachen? Komische Leute sind das. Aber an eurer Stelle würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Ganz sicher hat das nichts damit zu tun. Das war eine Ente. Wie bitte? Ich möchte doch wohl davon ausgehen, dass sich ein Blatt wie Wunderweltweit auf verlässliche Quellen beruft. Ach, die trifft keine Schuld. Euch auch nicht. Vielmehr ist es wegen mir. Bitte? Wirklich? Ja, genau. Wir waren gerade dabei, die Lichter für das jährliche Greymoor-Fest aufzuhängen. Und es waren wohl zu viele. Es gab einen komischen Knall und auf einmal war alles dunkel. Überraschend, dass niemand in Panik verfallen ist. Dann kam diese Reporterin und fing an, mich mit Fragen zu bombardieren. Und ich habe geantwortet, vielleicht etwas unklar. Die Ortschaft schön zu beleuchten scheint mir eine gute Idee zu sein. Aber das sollte man lieber Profis überlassen. Auch wenn man sagt, Übung macht den Meister. Nun, diese Lichter sind etwas kleiner als unsere hier. Aber warum fangt ihr nicht mit denen an? Ja, warum nicht? Also mit einem ganz kleinen Rätsel. Wieder betreffend auf einen Artikel in der Wunderweltweit. Und nicht mal allzu leicht. Rätsel Nummer 107. Dorfbeleuchtung 2. 50 Pikarat. Zum Karneval sollst du festliche Laternen im Dorf aufhängen. Natürlich darf dies nur nach den örtlichen Regeln geschehen. Erstens, es ist nur eine Laterne pro Straße erlaubt. Lichtverschmutzung wird nicht toleriert. Zweitens, gleichfarbige Lichtstrahlen dürfen sich nicht überschneiden. Wir wollen Karneval, keine Feier des schlechten Geschmacks. Kannst du die Laternen nach diesen Regeln aufhängen und trotzdem alle Straßen komplett erhellen? So ein ähnliches Rätsel hatten wir schon zu Anfang gespielt. Da waren aber die Regeln leicht anders. Also, die hatten zwar die ähnlichen Voraussetzungen, aber die waren trotzdem sehr komisch gemacht. Ihr seht unten mal wieder das Ganze witzig gemacht, wie man es oben da sehen kann, wie es da dargestellt wird. Da wurde damals vom Bürgermeister diese Gesetze aufgestellt hier. Dieses komische Doppelungsgesetz, dass man hier keine zwei Laternen in einer Straße aufstellen darf. Das ist natürlich dämlich. Hier macht das natürlich mehr Sinn. Eine Laterne pro Straße. Gleichfarbige Lichtstrahlen dürfen sich nicht überschneiden. Okay. Wo müssen wir auf jeden Fall was hinstellen? Natürlich ist das schwierig mit den... wie machen wir das denn? Wir haben vier dieser durchgehenden... Ja, wie machen wir das denn? Hier, hier, hier oder hier muss was hin. Da oder da was nicht hin. Wenn ich sowas hier hinsetze... Setze ich das zum Beispiel hier hin? Muss ich das auch hier hinsetzen? Ne, das macht ja keinen Sinn. Dann muss ich da ja die grüne hinsetzen eigentlich, logischerweise. Dann kann ich nur hier... Die hier hin. Ne. Hier, die hier hinsetzen. Und. Was mache ich jetzt? Das geht doch so nicht. Dann muss ich da die pinke hinsetzen. So funktioniert es noch, aber das lila kann ich da nicht hinsetzen. Das ist schwierig jetzt. Hä? Wie mache ich das denn jetzt? Das ist schwierig, weil entweder die überschneiden sich oder. Die machen was anderen Quatsch da irgendwie. Da muss ich dann den da hinsetzen. Okay, zumindest das wiederum, hoppla, das. Das sieht gut aus, Leute. So, P.
Pink, das sind, also grün kann sich sowieso nicht mehr schneiden, da es davon eh nur ein, ja, eine Laterne gibt. Pink und Pink überschneiden sich ebenfalls nicht und Gelb auch nicht. Leute, das müsste die Lösung sein. Da auch alles beleuchtet ist, das kann nur die Lösung sein eigentlich. Ja, alles klar. Ich glaube, das wäre geklärt. Bildschirm ist gerade, alles klar. Ich präsentiere die Lösung. Sehr schön. Eine elegante Denkaufgabe. Natürlich, wie immer. Fantastisch. Es ist nicht schön, wie sie, wie sich die Lichter im See spiegeln. Ich muss kurz den Bildschirm weiter rüberrücken. So. Ja, das stimmt natürlich. Gut. Wunderweltartikel ist jetzt auch gelöst hier. Gut. Oh, vielen lieben Dank. Wenn es hinhaut, werden alle die Beleuchtung loben. Herausforderungen kommen in dieser Zeit in allen möglichen Farben und Formen daher. In dieser Zeit? Ihh, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Ja, aus einem... Naja. Die jungen Leute heutzutage haben wirklich die lustigsten Einfälle, nicht wahr? Ja, aber natürlich. Nicht umsonst haben sie ständig die besten Ideen. Ja, damit wäre dieser Artikel quasi auch gelöst. Am Ufer bleibt es dunkel. Ein Stromausfall in Greymoor gibt Rätsel auf. Eine Einwohnerin sagt, das kann nur etwas Riesengroßes gewesen sein. Naja. Wie dem auch sei, vielen Dank für diese Lösung. Nun werde ich mich auf dem Schlamassel schon befreien können. Aus dem Schlamassel. Nächsten Jahr kann der Artikel dann mit einer anderen Überschrift aufwarten, so wie Besucheransturm dank Dorfbeleuchtung. Man sollte vielleicht nicht erwarten, dass so viele Besucher nur wegen einer Festbeleuchtung kommen. Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, Aurora hat sich schon ganz gut eingelebt. Die kann das hier ganz schön nachvollziehen. So, wird hier noch was sein? Irgendein Rätsel? Ich bin unsicher, ob wir hier noch in der Nähe weitere finden werden. Ich gehe mal weiter Richtung Osten. Vielleicht hat man hier noch was für uns. Leider nicht. Blablabla. So, hab keinen Bock mit dem zu reden, wenn er kein Rätsel hat. Deswegen ist es für mich eher unnötig. Ja, bla. 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 So. Auch wenn es bestimmt wieder ein nettes Gespräch gewesen wäre. Ich glaube, ich gehe doch lieber raus, weil hier vermutlich nichts mehr sein wird. Sieht mir nicht danach aus. Nee, das wollte ich nicht. Nee. Dann gehe ich wieder hier hin. Und, oh, alles klar. Oh, da ist ein Café. Das haben wir bisher übersehen. In der Tat, Luke. Und in einem Café gibt es ohne Zweifel auch eine schöne Tasse Tee. Ja, wir können einen weiteren Ort in Greymoor besuchen, was bestimmt wieder auf den Wunderwelt-Weltartikel beruht. Alles klar, ab ins Café. Lizzie's Dinner. Gut, dann wird hier wieder mal nach Hinweismünzen gesucht. Wunderbar. So, hier ist eine... Da nicht. Das ist ja ein interessantes Licht hier. So, hier vielleicht... Hier ist ein Rätsel, alles klar. Separat. Hoppla, diese Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Warum kümmert sich denn niemand darum? Vielleicht hängt sie dort, um uns zu erinnern, dass man seine Zeit sinnvoll nutzen soll. Ein sehr kluger Gedanke, wo wir gerade dabei sind. Dies scheint mir der perfekte Zeitpunkt für dieses Rätsel zu sein. Irgendwas mit Uhren bestimmt, da bin ich mir doch schon fast sicher. Gut, Rätsel Nummer 87. Die zerbrochene Uhr, 30 Pikarat. Die Lehrerin fragt den Schüler, ob er denn schon die Uhr lesen kann. Der Schüler nickt, worauf die Lehrerin sagt, diese Uhr hier ist von der Wand gefallen und in drei Stücke zerbrochen. Auch wenn die Ziffern nicht darauf gemalt sind. Wenn man sie zusammenrechnen würde, ergäbe sie für jedes der drei Stücke dieselbe Summe. Welche Zeit zeigt die Uhr also? Na dann, auf wie viel Uhr stehen die Zeiger des zerbrochenen Ziffernblatts? Okay. Die Teile lassen sich ganz einfach zusammenfügen, so wie das aussieht. Dann müsste dieses große Teil ja dahin. Oder nicht? Ich überlege gerade. Zwei. Wenn man so überlegt. Zwei. Das müssen eigentlich halb eins sein, oder nicht? Das würde Sinn machen, eigentlich. Wenn das hier hingehört, müsste eigentlich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopp. Das kann gar nicht sein. Hä? Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zusammen sind ja schon mal 12, das ist schon mal gut. Hä? Passt das da einfach rein? Wenn das 4 sind, das kann gar nicht sein. Die sind genau gegenüber. Das heißt...
1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopp, auch das macht doch Sinn, oder? Ach doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Okay, das, dann passt der doch dahin. Das müsste halb 1 sein. Passt der dahin? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist hier 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und hier wird es 12 Uhr. Okay, das macht schon mal Sinn. Es müsste eigentlich halb 1 sein. Also 12.30 Uhr. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich müsste erstmal nur schaffen, die Zahl hier einzugeben. Kriege ich einen 3 hin? Jawohl. 12.30 Uhr. Ja. Das müsste es eigentlich sein. Gut, ich probiere es mal. Wie wäre es hiermit? Falsch? Wir hatten schon lange nichts mehr falsch, ne? Zu schade, achte genau darauf, wo der kleine Zeiger steht. Warte mal. Müssen wir nochmal gucken. Gut, statt 30 Pikerat sind es jetzt nur noch 27. Der kleine. Welcher Zeiger ist überhaupt der kleine? Eigentlich müsste das ja der kleine sein. Das ist der große, das ist der Minutenzeiger. Gibt es noch einen Zeiger, den wir nicht gesehen haben? Warte mal, ich lese mal durch. Hier ist von der Wand gefallen, um 3 Stücke zu brauchen. Auch wenn die Ziffern nicht drauf gemalt sind. Wenn man sie zusammenrechnen würde, gäbe sie für jedes... Stopp mal. Wenn man sie zusammenrechnen würde, gäbe sie für jedes der 3 Stücke dieselbe Summe. Was heißt denn das? Ach so. Das ist natürlich was anderes. Die Ziffern. Auch wenn die Ziffern nicht drauf gemalt sind, wenn sie... Wenn man sie zusammenrechnen würde, ergäbe sich für jedes der 3 Stücke dieselbe Summe. Wie soll ich das denn auch verstehen? Heißt das 12 und 30? Das könnte ja sein, sind zum Beispiel 42, wenn ich 12 und 30 zusammenrechne, oder wie? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall stimmt mal 12 und 30 nicht richtig. Diese Uhr ist von der Wand gefallen. Auch wenn die Ziffern nicht drauf gemalt sind... Wenn man sie zusammenrechnen würde, ergäbe sich für jedes der 3 Stücke dieselbe Summe. Ach so. Es geht um die einzelnen 3 Teile. Wenn wir sagen, das sind eher 12, 1, dann wäre das dann zum Beispiel... Also wir gehen jetzt davon aus, dass man die jetzt zusammenrechnen würde. Das heißt, 12, 1, das sind 6 und 7. Okay, es hat 4. Das heißt zwangsweise. Welche könnten das denn sein? Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssten die einzelnen Ziffern da, die da drauf wären, zusammenziehen und dann würden sie immer die gleiche Summe ergeben. Im Vergleich zu den anderen. Jetzt verstehe ich das auch. Das heißt 12, 11, 1 und 2. Wenn man das zusammenrechnen würde, 1, 2, 3, 4 sind 10, 15, 21, 28, 36, 45. Ich überlege gerade, muss ich das jetzt zusammenrechnen? Ich glaube, ich bin zu faul dafür. Ich habe keinen Bock zu zählen eigentlich jetzt. Ich muss es trotzdem machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss mal kurz zusammenrechnen. Von 1 bis 12. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 stimmt es jetzt, 45, 55, 66, 78, 78 durch 4 geht gar nicht. Nee, durch 3 müssen wir auch teilen, stimmt ja auch. Durch 3 muss man das erteilen. 10, 20 und 18 durch 3... 6, 26 muss also jedes ergeben. Okay, ich muss wahrscheinlich gleich einen Cut machen. Der Streich sind doch 26, ne? Ja, das ergibt Sinn. Alles klar. 3 mal 6. Ja. Okay, meine Lieben, ein ganz kurzer Cut, denn die Videodatei ist vorbei. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir haben jetzt, wie gesagt, 26 als Summe.
Das heißt, 12 und 11 zum Beispiel, die sind wahrscheinlich auf jeden Fall zusammen. 12 und 11 selbst sind 23 und 1 und 2 müssen dann zusammen sein. Okay, das heißt, 12, 11, 1 und 2 sind eins von den beiden hier. Okay. Ist das jeweils andere? Ich muss mal kurz die Gruppen zusammensetzen. 11, 12, 1, 2. Das ist das, was danach kommt, nämlich das hier. Vermutlich sehr stark. Was kann dann sein? 2 danach. 2, 3, 4. 5, 6, 7 und 8 müssten eigentlich auch zusammenpassen. 5, 6, 7, 8. Ich zähle mal kurz zusammen. 5 und 6 sind 11. 18 und 18, 26. Passt. Die anderen zwei an, die übrig bleiben, sind 3, 4, 9 und 10. 3, 4, 9 und 10 sind also hier. Wenn wir, jetzt können wir auch sagen, wo die Ziffern sein werden. Wenn hier das ist mit 3, 4, 9 und 10, dann passt dieses Stück ja hier hin. 3, 4, 9 sind hier 1 und 2. Dann haben wir hier die 12. Dann ist es 12, 1, 2, 3, 4. Viertel vor 4. Das heißt, wir haben 15 Uhr 45. Alles klar. 15 Uhr 45. Ne, das ist eine 5 und keine 8. So, 15 Uhr 55, das müsste hinkommen. Ich kann ja auch testweise, dafür ist es schön, dass ich mit Kamera aufnehme. Achtung. So, jetzt könnt ihr das so mal sehen. Das heißt, hier ist diese Uhr. Und so ist sie quasi Viertel vor 4. So, damit ihr das auch mal so gesehen habt. Praktisch, ne? Gut, wieder nochmal hingedreht und 15.45 Uhr ist, wie gesagt, vermutlich die Lösung. Das ist es, glaube ich mal. Jawohl. Kinderspielprofessor. Mehr Kinderspielprofessor, So, pünktlich und richtig. Die Uhrzeiger zeigen genau die auf Viertel vor 4. Ja, wenn erstmal die Summen der Ziffern auf jedem Bruchstück feststehen, kann die Position des großen Zeigers ganz einfach an jener des kleinen Zeigers abgelesen werden. Und somit weiß man ganz genau, wie spät es war, als die Uhr zerbrach. Ja, stimmt man auch. Ich habe die Aufgabenstellung zuerst nicht richtig gelesen, deswegen hatte ich das auch zuerst falsch, leider. Tut mir leid. Komisch, dass die einfachen Rätsel auf 30 Grad immer so schwer sind dann. Das Rätsel war wirklich unterhaltsam, aber ich weiß immer noch nicht, wie spät es ist. Genau deshalb sollte ein Gentleman stets über eine Taschenuhr verfügen. Oder eine Armbanduhr, wie ich es immer mache. So, meine Lieben, damit ist der Part auch vorbei. Im nächsten Part kümmern wir uns mal hier um diesen Ort, den wir noch zu erkunden haben. Also zu Ende zu erkunden haben. Und mal sehen, ich vermute sehr stark, dass es auch wieder mit der Wunderwelt bald zu tun hat. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.